Hallöchen und Löchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge angespielt. World Conqueror 4. Hier wurde es auf Deutsch übersetzt. Welteroberer 4 ist das nächste angespielt, wurde von einem von euch vorgeschlagen und scheint ein Weltkriegsspiel zu sein. Szenario so ähnlich wie ein Tutorial. Werden wir uns also mal das Tutorial angucken. Kommandeur, bevor Sie das Schlachtfeld betreten, können Sie in der Tutorial-Kampagne lernen, wie man kämpft. Ich werde Ihnen jedes Detail der Operation zeigen. Wenn Sie bereits mit dem Kampf vertraut sind, können Sie diesen Teil auch überspringen. In diesem Level zeichnen, wie Sie Einheiten bewegen und angreifen. Einheiten bauen, generell für Einheiten zuweisen, Anweisungen zurückziehen und am wichtigsten, wie Sie gewinnen können. Das ist einfach viel zu viel, finde ich. Ich habe das, glaube ich, schon mal angefangen gehabt aufzunehmen, aber war abgebrochen. Weil ich es einfach total bescheuert fand. Kommandeur, gestatten Sie mir, Ihnen die Grundfunktion vorzustellen. Der weiße Kreis unter der Einheit zeigt an, dass diese Einheit noch eingesetzt werden kann. Nachdem Sie die Truppen angeklickt haben, sehen Sie blinkende Länder und rote Ringe. Und blinkende Länder zeigen an, dass die Einheit an dieses Gebiet vorbewegt werden kann und der rote Ring markiert die verfügbaren Angriffsziele. Nachdem Sie die Truppen angeklickt haben, sehen Sie, okay. Dann greifen Sie gegenseitig, haben wir ein bisschen HP. Verschiedene. Wie kommt es bekannt vor? World Conqueror. Ich habe World Conqueror 3 angespielt und irgendjemand möchte World Conqueror 4, weil das ja unendlich viele Unterschiede haben kann. Okay, verschiedene Gebäude produzieren verschiedene Truppen. Gebäude mit höherem Level können mehrere Arten von Truppen produzieren. Die Herstellung von Truppen verbraucht Ressourcen. Verschiedene Einheiten verfügen über eine unterschiedliche Anzahl an Formationen. Die Herstellung von Truppen verbraucht, ja. Ah ja, ein Panzer. Na, wir haben ja 1000 Dollar, 500 Teile und 100 Atomkerne oder so. Gehen wir auf die Panzer zu, kaufen wir einen gepanzerten Wagen. Für 160 Dollar und 18. Okay. Sie können einen erworbenen General einer Einheit zuweisen, um die Kampfkraft dieser Truppe zu verbessern. Wenn Sie die Truppenbewegung rückgängig machen wollen, können Sie Ihre Einheiten sofort zurückrufen. Interessant, dass die stärker sind als ein Panzer. Hinweis, dies ist eine wichtige Festung. Die hier hinten, ne? Die Besetzung oder der Verlust der Festung hängt direkt mit dem Erfolg der Schlacht zusammen. Beenden Sie Ihren Zug, indem Sie rechts unten auf die Sanduhr klicken. Kommandeur, es ist Zeit, Ihre militärische Eroberung zu beginnen. World Conqueror 3 war es so gewesen, wir hatten irgendwie einen Endlosmodus quasi erschaffen. Das hat irgendwie nicht so geil funktioniert. Tutorial 1 scheinbar abgeschlossen. Oder war eine Mine gewesen? Mhm. Kaputt gemacht. Weg sind sie. Aber das sind überall Minen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn! Und auch kaputt? Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber jetzt. So, hier ist auch noch irgendwie was. Da kann man irgendwie auch noch. Ach, da kann man Geschütz selber aufbauen. Luftabwehr, Luftabwehr, Artillerie, Luftabwehr, Rakete. So, ich habe ja noch eine Haubitze, wa? Kann sich noch nicht bewegen. Okay. Beenden wir unseren Zug und lassen den Gegner machen. Und greift unsere Basis an, oder? Und innerhalb von 20 Zügen müssen wir gehen, dann kriegen wir 1, 2 und 3 Sterne. Später wird es halt 3 Sterne kriegst du bei mehr Zügen, 3 Sterne kriegst du bei weniger Zügen, 2 Sterne bei mehr Zügen und 1 Stern bei noch viel mehr Zügen. Ja, ich bin nicht unbedingt ein Freund von solchen Spielen. Es
leider für mich immer nicht ganz so... ganz so spannend, muss ich zugeben. Ich töte mal den General. Ne, hier ist nämlich ein General dabei. Wahrscheinlich werden wir den besiegen, haben wir gewonnen. Hat er wirklich gehabt, der Sack. Und bei einer kann er jede Runde theoretisch neue Dinger produzieren. Neue Panzer, neue Infanterie, neue Feldartillerie. Na, wir kriegen ja jede Runde immer was dazu, glaube ich. Mal schauen. Immer interessant zu wissen. Ja, kriegen wir jede Runde was dazu, um uns dann jede Runde was kaufen zu können. Aber ich glaube, wenn ich den General töte, ist ja auch noch einer. Nein, das war es doch noch nicht gewesen. Eine Haubenspitze, hau rein da. Alter, das Ding hat so viel Leben. Lächerlich. Ach komm, hier ist auch noch einer. Ich weiß nicht, was ist der General? Was ist das? Bock. Das ist auch ein General. Was ist das Ziel? Ich muss doch irgendwie jemanden töten. Aber hier haben wir einen General gerade gekillt. Wo muss ich die Festung kaputt machen? Die da. Hm. Ja, wir können auf jeden Fall einen neuen Panzer bauen. Einen schweren Panzer meinetwegen. Na, sehr verständlich. Mit zwei Leuten an Bord. Nein. Scheinbar noch nicht. Jetzt möchte ich ihn beenden. Dusch. Ja, die können sich halt nicht so viel bewegen, die schweren Panzer. Die sind halt stark eingeschränkt. Kann man hier bauen und das gleiche bauen. Hier kann man eine leichte Infanterie bauen. Motorisierte Infanterie. Mhm. Level up. Ich weiß noch nicht, was das jetzt bringt. Aber erst ein Level up. Yay. Yeah. Nein, anscheinend noch nicht. Wie käme ich denn darauf, das jetzt schon zu machen? Oh, gleich zwei Level-Ups. So, das Geschütz mal ganz kurz kaputt, dann nervt mich das nicht mehr. Oh, das war's schon. Okay. Dann mussten wir das Geschütz kaputt machen. Naja, mit Tutorial dann World War 2 Europa, World War 2 Pacific, Kalter Krieg, Moderner Krieg, Rennmodus. Und hier haben wir die gesamte Welt, die wir halt erobern müssen. Ja. Hier sind Hauptquartier Level 2, 1000 Münzen, 600 Medaillen. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann. Vorherrschaft, Übung, hoch, Untersuchung, Handel. War gerade noch was anderes gewesen, oder? Sammle Vorräte, Kairo, Handel, Invasion, Militärparade, Untersuchung. Gibt es natürlich diese einzelne Mission noch. In Kiew. Die kostenlose Aufrüstung der Forschungsfestungstechnik minus 10%. Kann ich aber noch nicht machen. Ich kann auch nichts machen. Hauptquartier, hier kann ich bestimmt was machen. General, Hauptquartier 5 brauche ich dafür, für diesen General. Und den kann ich irgendwie schon einfach aufrüsten, oder? Nein, stopp! Nichts kaufen. Mal gucken, das sind Goldgeneräle, das ist Silber und Bronze, ist also nicht ganz so gut. Sammlung. General, Technik. Mobilität bedeutet gar nichts scheinbar. Mobilität plus 1. Ich habe von denen, doch da habe ich 200 Stück. Wahrzeichen, einen Sender, was die Moralentruppen in der Stadt wird nicht sinken.
Wunder, der Big Ben. Das ist Brandenburger Tor, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das Brandenburger Tor? Okay, aber kein Plan, was es bringt. Wir können mal für Mobilität aufrüsten. Dann können wir auf Mobilität 2 gehen. Warum brauche ich Mobilität 2? Das heißt, ich kann das nochmal? Nee. Achso. Oder halt Bewaffnung, kostet aber alles extrem viel. Kriegen wir wahrscheinlich durch den Abschluss von anderen Missionen. Na, wir wollen uns dazu verleiten, etwas für echt Geld zu kaufen wahrscheinlich. Legion. Leichtinfanterie, U-Boot, gepanzerter Wagen. Okay, was habe ich gerade getan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hamburg, Berlin gibt es auch eine Mission. Unlock. Rommel, die kosten wir die Aufrüstung. Okay, muss man also freischalten, die einzelnen Wunder. Hier ist der Big Ben in London, ne? In Dublin, das ist der Glendalo. Ja. Sogar auch schon in USA gibt es was. New York, die Freiheitsstadt. Tägliche Technologieproduktion 10. Okay. Da mir das Spiel grundsätzlich nicht so zusagt, bin ich jetzt auch nicht unbedingt mehr bereit, weiterzumachen. Na, bei der 2 würde man dann halt lernen, was die Auswirkungen von Moral auf die Armee, den Bau der Verteidigungsanlagen für die Luftverteidigung Auswirkungen hat und wie man Städte erobert, wahrscheinlich mal eine Stadt, wo man dann erzählen kann. Aber das geht wahrscheinlich auch wieder irgendwie 1000 Milliarden Sekunden. Deswegen, meine lieben Freunde, das war's gewesen und angespielt zu World Conqueror 4. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Bis dann, ciao, ciao!